Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, zu diesem extrem geilen Video. Heute werden wir uns mit linearen Differentialgleichungssystemen beschäftigen. Ich hatte euch ja schon in vorherigen Videos in der Reihe über Differentialgleichungen erklärt, dass man, wenn man eine Differentialgleichung höherer Ordnung hat, zum Beispiel eine Differentialgleichung zweiter Ordnung, dass man die überführen kann in ein System, also in ein lineares Differentialgleichungssystem mit zwei Komponenten zum Beispiel. Okay, und heute, ich habe mal hier schon mal was vorbereitet. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock wie ich auf dieses Video, denn ich habe mich extrem gefreut, endlich mit diesen Themen anfangen zu können. Okay, hier seht ihr, wir haben hier erstmal nur so ein lineares Differentialgleichungssystem. Wir haben zwei Funktionen, y1 und y2, die sind sozusagen unsere Unbekannten, okay? Und die haben wir auf der linken Seite als Ableitungen stehen. Dann haben wir hier Koeffizientenfunktionen a11x, a12x und hier so weiter. Also das sind sozusagen die Koeffizientenfunktionen. Hier seht ihr, hier tauchen die Funktionen jetzt nicht als Ableitungen, also unser y1 und unser y2 nicht als Ableitungen wie auf der linken Seite, sondern als normale Funktionen, also ohne den abgeleitet zu sein. Dann haben wir hier hinten dran nochmal zwei Funktionen, b1 und b2. Das Ganze kann man ein bisschen kompakter schreiben. Hier auf der linken Seite habe ich mir hier eine Vektornotation gespart. Vielleicht mache ich jetzt einmal mal so einen Pfeil oben drüber. Hier mit dem Strich drüber, das heißt also, wir leiten die erste Komponente davon ab, das ist hier y1 und die zweite Komponente ist y2. Und wir können das Ganze über die Matrixnotation, das wisst ihr hoffentlich, wir können das Ganze hier so rumschreiben, also wenn ihr euch vorstellt, wir würden das damit rein multiplizieren und das damit, dann würdet ihr genau diese Terme hier kriegen, also das mal das und das mal das hier, okay? Und dann plus b1, das ist dann dieses Kerlchen hier hinten dran, was man dann als Summe bekommt. Und auch hier unten würden wir das gleiche machen, a21 mal y1 plus a22 mal y2 plus b2, okay? Jetzt schreibt man häufig das Ganze nochmal ein bisschen um und ich werde das jetzt auch umschreiben. Also ich habe das jetzt hier nur für ein System mit zwei Funktionen gemacht. Ihr könnt es natürlich allgemein schreiben und um sich diese Vektornotation zu sparen, verwendet man häufig ein großes y mit einem Strich, ist gleich, jetzt kommt unsere Koeffizientenmatrix a und dann y plus unser b. Okay, jetzt kommen wir zu ein paar so Terminologien, die man einfach mal gehört haben sollte und das irgendwie, was heißt, die man einfach mal gehört haben sollte, das sollte in euer Fleisch und Blut übergehen. Wichtig hier, das ist natürlich hier ein Vektor, dieses B hier und das ist hier eine Matrix. Also das ist Matrix, das ist hier ein Vektor und jetzt schreibe ich die mal hier vielleicht mal aus, also zum Beispiel der y-Vektor, das ist ein Vektor, der schaut so aus, y1, y2 und so weiter bis yn. Dementsprechend ist die A-Matrix, das ist eine n-Kreuz-n-Matrix und das hier, das hat natürlich n Zeilen, Kreuz 1, also genauso wie das. Das ist sozusagen n Kreuz 1. Wir haben eine Spalte, das ist diese hintere Zahl und wir haben n Zeilen. Und dieses y-Strich ist natürlich auch wiederum eine n Kreuz 1 Matrix. Okay? Jetzt wichtig, wenn unser b, wichtig, das ist ein Vektor, deswegen mache ich auch hier mit dem Strich unten drunter. Wenn das gilt, dann nennt man diese lineare Differentialgleichung auch eine homogene Differentialgleichung, also homogen. Und, okay, jetzt habe ich es genau falsch rum gemacht. Ich habe nämlich b ungleich 0 geschrieben. Wenn b gleich 0 ist natürlich, dann ist das hier die homogene. Ne? DGL. Und wenn das hier ungleich ist, dann nicht so gerade sehr raffiniert, also nicht raffiniert, sondern nicht gerade extremst kreativ, aber inhomogen,
DGL. Und ja, ich hoffe, das ist relativ anschaulich. Also wenn das B hier wegfällt, dann haben wir die homogene Differentialgleichung. Wenn wir hier das B zusätzlich haben, dann haben wir die inhomogene Gleichung. Und jetzt gibt es unterschiedliche Aussagen, okay? Zuerst wollen wir uns mal nur mit der homogenen Differentialgleichung beschäftigen. Also wir haben eine Differentialgleichung, die schaut so aus, ist gleich a y Dach. Und zwar, was man jetzt weiß, ist, wenn man hier ein n Kreuz 1 sozusagen Matrix hat, also das hat n Komponenten, wenn ihr euch das euch hier vorstellt, das sind hier zwei Komponenten gewesen, hier zwei Komponenten, hier hätten wir sozusagen n Funktionen, die gesucht sind. Das ist hier natürlich, diese Matrix ist ein, hat das Format n Kreuz n. Jetzt ist es so, dass wenn wir so eine Differentialgleichung haben, dann gibt es, also es gibt genau n, und jetzt kommt ein Ausdruck, linear unabhängige Lösungen. Okay, diese bezeichnen wir in der Regel mit Fundamentalsystem. Mentalsystem. Okay, also das heißt, wir haben so eine Differentialgleichung, und wenn ihr n Lösungen dazu wisst, zu dieser Differentialgleichung, zu der homogenen, dann habt ihr das Fundamentalsystem aufgestellt. Wichtig ist hier, die müssen linear unabhängig sein. Wenn ihr zum Beispiel eine Lösung habt, zum Beispiel x, x, und ihr habt eine zweite Lösung irgendwie gefunden, 2x, 2x, dann sind die linear abhängig. Das wäre kein Fundamentalsystem, wenn wir wissen, wir haben nur zwei Funktionen. Okay, das heißt, wir müssen erstmal rausfinden, wie wir dieses Fundamentalsystem rausfinden können. Wenn wir dieses Fundamentalsystem rausgefunden haben, dann geht sozusagen darum, dass wir die partikuläre Lösung, also wenn wir das Ganze jetzt für die inhomogene betrachten wollen, also euer erster Schritt ist immer die homogene Differentialgleichung lösen. Dazu brauchen wir das Fundamentalsystem. Okay? Wenn wir dieses Fundamentalsystem haben, dann brauchen wir, um diese Gleichung zu lösen, nur noch die partikuläre Lösung. Das heißt, also das ist sozusagen 1, das ist 2, 3 ist die partikuläre Lösung. Partikuläre Lösung. Okay? Das heißt, wir brauchen die partikuläre Lösung, und die bezeichne ich jetzt einfach mal, wir werden jetzt in diesem Video vermutlich nicht wirklich eine partikuläre Lösung erarbeiten. Es geht eher darum, dass ihr die Begriffe kennt. Diese partikuläre Lösung, die nennen wir YP. Dann kann man die allgemeine Lösung, also sozusagen der vierte Schritt, die allgemeine Lösung dieser des Differentialgleichungssystems setzt sich zusammen aus dem Fundamentalsystem, und das bezeichne ich jetzt mal einfach mal als YH. Das heißt, das setzt sich zusammen aus YH plus YP. Okay? Das heißt, wenn wir eine Differentialgleichung dieser Form haben, also von 1, dann müssen wir erstmal die homogene Differentialgleichung lösen und dann uns mit der partikulären Lösung auseinandersetzen. Die partikuläre werden wir auch noch lernen, wie das geht. In der Regel ist es extrem schwierig, die partikuläre. Wenn es vor allem komplizierter wird, wird es sehr, sehr schwierig, diese partikuläre Lösung zu finden. Die homogene zu finden ist in der Regel deutlich einfacher. Okay, das heißt, das erste, was ihr euch gemerkt haben solltet, und das ist sehr, sehr wichtig, bei linearen Differentialgleichungen setzt sich die Lösung aus einer homogenen Lösung und der partikulären Lösung zusammen. Die homogene Lösung, die kriegt ihr dann weg, her, wenn ihr dieses b gleich 0 setzt, also das ist sozusagen dieser Fall. Wir setzen das b gleich 0. Und versuchen das dann auf dieses Fundamentalsystem herauszuführen. Wenn ihr wisst, wir haben sozusagen ein System, was drei unbekannte Funktionen hat, dann werdet ihr drei
Fundamentallösungen, also nicht Fundamentallösungen kann man das schon bezeichnen, also ihr werdet drei Funktionen benötigen und die linear unabhängig sind. Okay? Das war ein sehr, sehr wichtiger Punkt, das sollt ihr ja irgendwie verarbeitet haben. Jetzt wollen wir uns mit ein paar wichtigen Eigenschaften von Differentialgleichungen beschäftigen. Und zwar sind die zwei Themen, die ich anschneiden will, ist, wie man vorgeht, wenn man zwei partikuläre Lösungen hat, wie man daraus eine homogene Lösung, also wie man die Lösung für die homogene Gleichung rausfinden kann, und was ich noch behandeln will, ist, wie man vorgeht, wenn man komplexe Lösungen hat. Okay? Und zwar will ich aus diesem Grund, ich gehe mal hier ein bisschen runter, wir fangen mal direkt an mit der ersten Fragestellung. Okay? Nehmen wir mal an, wir hätten zwei Lösungen dieser Gleichung. Also wir haben sozusagen Psi oder Psi n, yp1 und yp2 Lösungen von 1. Okay? Das sind Lösungen von dieser Differentialgleichung. Wir haben die irgendwie aus irgendeinem Grund gefunden. Wir pfeifen drauf, wie wir die gefunden haben. Das Wichtige ist, ihr habt diese gegeben. Wie können wir jetzt die Lösung der homogenen finden? Und zwar kann man das immer, indem wir die Differenz bilden aus diesen, und die nenne ich immer W, ist yp1 minus yp2. Also die Differenz aus zwei partikulären Lösungen bilden wir, und wir wollen das jetzt einfach mal reinsetzen, um zu sehen, was dann rauskommt. Okay? Was wir dazu machen ist, wir leiten einfach mal W ab. Okay? Das heißt W Strich, machen wir hier so einen Pfeil hin, wir leiten W ab. Das heißt, wir bekommen Y P1 Strich minus Y P2 Strich. Okay? Jetzt nutzen wir das YP1 und YP2 Lösungen von 1 sind, okay? Das heißt, wir können YP1' durch diese obere Gleichung hier, durch dieses 1 hier ersetzen. Das heißt, wir bekommen A, also die Matrix A mal YP1 plus B. Das ist sozusagen der Term, den wir hier zu bekommen haben. Jetzt ziehen wir davon ab, A Y P2 plus B. Und jetzt seht ihr schon, wenn wir die Klammern hier öffnen, dann bekommen wir A Y P1. Dieses B und dieses B heben sich wegen dem Minus auf. Und hier bekommen wir, dieses Y wird sozusagen von dem ersten abgezogen. Und jetzt solltet ihr hier etwas erkennen, das ist ja nichts anderes als W. Okay? Das heißt also, wenn wir zwei partikuläre Lösungen haben und die Differenz daraus bilden, dann ist die Differenz immer eine Lösung der homogenen Gleichung. Okay, das solltet ihr euch dick hinter die Ohren schreiben, dass die Differenz aus zwei partikulären Lösungen stets eine Lösung der homogenen Differentialgleichung ist. Okay, das heißt also, wir haben jetzt zwei Sachen gelernt. Wir haben bis jetzt gelernt, eine lineare Differentialgleichung bzw. ein lineares Differentialgleichungssystem hat eine homogene Lösung und eine partikuläre Lösung. Die homogene Lösung, wenn wir zum Beispiel dreidimensionales System haben und damit drei Funktionen, die wir suchen, ist in der Regel bestehend aus drei Funktionen bzw. Funktionsvektoren. Also wir bekommen Vektoren für Funktionen hier raus, die dann das Fundamentalsystem bilden. Okay? Die partikuläre Lösung ist die spezielle Lösung dieser Differentialgleichung. Und wenn man die Differenz aus zwei partikulären Lösungen bildet, bekommt man immer eine weitere Lösung. Und jetzt wollen wir uns das Zweite, was ich schon fast angedroht hatte, anschauen. Und zwar, was passiert, wenn wir jetzt komplexe Lösungen haben. Dazu schauen wir uns jetzt ein Beispiel an, was kein
direktes Differentialgleichungssystem ist, sondern einfach eine Differentialgleichung zweiter Ordnung. Okay, stellt euch vor, ihr habt Folgendes dastehen. Wir haben hier ax y' plus bx y ist gleich, sagen wir mal, 0. Okay? Das wäre eine homogene Differentialgleichung zweiter Ordnung. Ihr wisst, das kann man in ein Differentialgleichungssystem überführen. Ich mache das nicht so gern bei Differentialgleichungssystemen mit komplexen Lösungen, weil, also nicht, dass man das dort nicht anwendet, sondern zum Erklären ist es ein bisschen bescheuert. Deswegen stellen wir uns vor, wir haben diese Differentialgleichung gegeben und wir haben eine komplexe Lösung, die nenne ich einfach mal Z. Okay? Diese löst Differentialgleichung 1. Okay? Was ich jetzt euch zeigen will, ist, wie diese komplexe Lösung mit den reellen zusammenhängt. Und zwar machen wir einen ganz einfachen Trick. Ihr wisst, jede komplexe Zahl kann geschrieben werden als Realteil plus i mal Imaginärteil. Okay? Dieses x ist sozusagen unser RE von z und das ist hier unser Imaginärteil von z. Okay? Wir wissen, dass z die Differentialgleichung löst und was wir jetzt machen ist, wir setzen anstatt z das hier in die Differentialgleichung. Das heißt, wir kriegen Folgendes. Iy strich strich plus a hier x plus iy strich plus b und auch hier machen wir wieder x plus iy ist gleich 0. Okay? Was ich euch jetzt nämlich zeigen will, ist, dass wenn wir eine komplexe Lösung haben, dass hier Realteil und Imaginärteil, also wenn wir den Realteil einer komplexen Lösung dieser Differentialgleichung nehmen, dann erfüllt der genauso wie die komplexe Zahl auch diese Differentialgleichung. Aber das funktioniert nur bei linearen Differentialgleichungen. Also nicht, dass ihr auf die Idee kommt, das bei anderen Differentialgleichungen zu machen. Es gibt vielleicht noch spezielle Fälle von Differentialgleichungen, bei denen das auch funktioniert. Aber generell, also was ihr auf jeden Fall wisst, wenn es eine lineare Differentialgleichung ist und ihr habt die komplexe Lösung, dann erfüllen der Realteil und der Imaginärteil die Differentialgleichung. Und genau das wollen wir hier schauen, beziehungsweise nachweisen. Stellt euch vor, wir leiten jetzt dieses Kerlchen hier ab. Das ist eine einfache Summe. Das heißt, wir können es ganz einfach so ableiten. Und i ist eine konstante Zahl, die können wir einfach rausziehen. Auch hier können wir das Ganze so machen und wir multiplizieren das Ganze mal a. Dann bekommen wir a i y Strich. Und hier hinten multiplizieren wir das Ganze aus. Bx plus b i y ist gleich 0. Was wir jetzt machen ist, wir sortieren alles, was x hat, zusammen und alles, was y hat, zusammen. Okay? Das heißt, wir bekommen x strich strich plus a x strich plus b x. Okay? Plus i und jetzt wiederum das gleiche machen wie vorher. Jetzt klammere ich nur das i hier raus, weil das hier in allen y-Termen drin ist. y strich strich plus a y strich plus b y ist gleich 0. Okay? Und jetzt kommt was, was euch vielleicht ein bisschen verwirrt. Aber wenn ihr ein bisschen komplexe Zahlen gelernt habt, dann wisst ihr, dass zwei komplexe Zahlen dann identisch sind, wenn Realteil und Imaginärteil identisch sind. Okay? Schauen wir mal auf die linke Seite. Hier haben wir sozusagen, das ist so der Realteil. Das ist der Imaginärteil. Auf der linken Seite haben wir nur einen Realteil, aber wir können es ganz einfach zu i mal 0 umschreiben. Das heißt, das ist der Realteil auf der rechten Seite und das ist der Imaginärteil auf der linken, auf der rechten Seite. Das heißt, wir bekommen jetzt aus einer komplexen Lösung, das ist sozusagen eine komplexe Lösung, aus dieser einen komplexen Lösung bekommen wir zwei Gleichungen, und zwar einmal, dass das hier, also der Realteil der linken Seite gleich dem Realteil der rechten Seite ist, also x strich strich plus ax strich plus bx gleich 0. Und wir bekommen gleichzeitig, dass y strich strich plus ay strich plus by gleich 0 ist, weil der Imaginärteil gleich sein muss. Und jetzt solltet ihr das Ganze hier mal mit dem obigen hier vergleichen.
Und das ist natürlich eine coole Sache. Also das sollte euch jetzt total aus den Socken hauen, was jetzt passiert ist. Wenn es euch nicht aus den Socken haut, dann schämt euch, stellt euch in die Ecke, weil ihr habt kein Gefühl für mathematische Schönheit. Okay? Naja, okay, gut, so schlimm ist es nicht. Aber auf jeden Fall habt ihr einen sehr geilen Moment jetzt hier erleben können. Und zwar haben wir jetzt nachgewiesen, dass der Realteil und der Imaginärteil einer komplexen Lösung die Differentialgleichung lösen. Das heißt, wenn wir eine komplexe Lösung haben, dann müssen wir den Realteil davon bestimmen. Dieser löst die Differentialgleichung und gleichzeitig der komplexe Teil auch. Okay, wie wir das dann in der Praxis machen, ich habe das hier natürlich nur bei einer Differentialgleichung zweiter Ordnung gemacht. Wie wir das dann später bei Differentialgleichungssystemen machen werden, werde ich anhand von Beispielen durchgehen mit euch. Okay, jetzt runden wir das Ganze mal ab. Also, das ist sozusagen der geilste Moment eures Mathe-3-Lebens, was ihr heute gelernt habt. Und zwar habt ihr lineare Differentialgleichungen gesehen und wir haben bestimmte Eigenschaften davon angeschaut. Die erste war, wir haben gesagt, die Lösung setzt sich immer zusammen aus einer homogenen Lösung. Das ist sozusagen das, was hier dasteht und euch schon am Anfang hätte aus den Socken hauen sollen. Dass die Lösung einer linearen Differentialgleichung bzw. eines Differentialgleichungssystems ist eigentlich immer das gleiche, ob ihr eine normale skalare Differentialgleichung anschaut oder ein Differentialgleichungssystem. Die Lösung setzt sich immer zusammen aus der homogenen Lösung. Das heißt, alles, was kein Y hat, ist gleich 0 gesetzt. Das ist die homogene Lösung. Und dann plus eine partikuläre Lösung. Die partikuläre, die hat schon so ein bisschen im Namen, die ist so ein bisschen besonders. Das ist für die inhomogene Gleichung. Also das war das Erste, was ihr gelernt habt. Dann das Zweite, was ihr wissen solltet, ist, wenn wir eine lineare Differentialgleichung haben, dann ist die Differenz aus partikulären Lösungen. Also ihr habt irgendwie durch Raten zwei partikuläre Lösungen gefunden. Ihr wollt die Lösung von dem homogenen System auch als Fundamentalsystem bezeichnet, wollt ihr rausfinden, dann könnt ihr einfach die Differenz aus diesen partikulären Lösungen bilden. Und das Dritte, was wir gelernt haben, war, dass eine lineare Differentialgleichung, die eine komplexe Lösung hat, dass der Realteil diese Differentialgleichung löst und auch der Imaginärteil diese Gleichung löst. Das heißt, man hat zwar den Eindruck, dass man nur eine Lösung gefunden hat, aber diese besteht eigentlich aus zwei, und zwar den Realteil und dem Imaginärteil. Diese Sachen solltet ihr euch jetzt den ganzen Tag vor euch sagen, wenn ihr zur Schule geht, beziehungsweise zur Uni geht, wenn ihr schlaft, wenn ihr aufsteht, solltet ihr diese Sachen wiederholen, sollte in euer Fleisch und Blut übergehen und dann spürt ihr auch, wie die Macht so langsam durch euren Körper durchgeht, wie sozusagen das Training von Obi-Wan Kenobi bei euch geholfen hat. Okay? Jetzt genug des spirituellen Gelabers hier. Ich ziehe mal hier im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen einen Schlussstrich für dieses Thema. In dem nächsten werden wir uns konkret ein paar Beispiele vorknöpfen und die diese dann zusammen durchrechnen. Aber an sich wäre es mit diesem Video gewesen. Ich würde mich sehr über Kommentare, über Likes, über Abonnenten neue freuen, die sich natürlich auch über meine neuen Videos freuen können. Und ansonsten war es schon von meiner Seite. Macht's gut und ciao.